Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier vom Arsch. Wir werden jetzt, wie gesagt, auf Feld Nummer 17 fahren und das kalken lassen. Im Antel auch gleich düngen wieder. Das wird gleich erledigt, das mit zwei Schritten. Die anderen Felder wollen wir mal gucken, ob die auch gekalkt werden müssen. Aber ich glaube nicht. Lass uns überraschen, ne? Wir machen mal noch Feld 17 fertig und dann sehen wir weiter. Feld 15 ist ja schon fertig, kalt gedüngt. Aber die Aussaat erfolgte erst Ende Sommer. Mit Raps, wie gesagt, alles andere noch nicht. Nach wie vor Strohfahren angesagt. Die Ernte läuft noch. Feld 1 ist fertig, soweit ich weiß. Und ansonsten Feld Nummer 13 ist dabei und 50. 50 ist aber auch nicht mehr viel. Geht ziemlich zügig. Der Kollege ist sehr schnell da und ja, kommt vorwärts. Leider ist mein Strohlager voll. Ich tue dazu Zeit verkaufen im Heizkraftwerk, ne? Lass mal kalken. Oh, das reicht. So, dann gucken wir gleich mal nach im Menü, ob mehr gekalkt werden muss, außer 417. So. Dazu mal kurz umschwenken. 17 muss gekalkt werden und die anderen erstmal nicht. 12 nicht, die 13 nicht. Die 14 ist eh nichts, da das müssen wir eigentlich pflügen, aber gut, das machen wir nächstes Mal so oder so irgendwann. Gut, 17, dann haben wir mit Kalken erledigt, ne? Erstmal. Würde ich meinen. Ja, ansonsten Stroh fahren, ne? Das ist an LKW. Hafer, ja, Hafer. Aber immer verkaufen. Hier fährt was. Wir hören mal den Drescher auf Feld 1 freistellen und mal schauen, der Rest ist hier im großen Ganzen nicht. Auf Feld Nummer 18 war ein bisschen viel, gut, zu spät gesehen, ich fahre deswegen noch nicht mehr zurück. Diesen Stroh werde ich unterflügen oder ja, mal sehen. Auf 17 bin ich noch bei und will da näher pressen. Das machen wir gleich. Die Fahrzeuge müssten doch schon angekommen sein normalerweise. Gut, stellen wir frei. Dann ist es erledigt. 12. Hier geht es darum, dass ich beide, ja. Du wirst jetzt, wir müssen mal den alten Kurs löschen. Dann werden wir den Kurs laden und zwar für Feld Nummer 12. Das sind zwei Fahrzeuge, extra sehen, zwei Fahrer. So. Du bist hier der Linke. Der erste ist der Linke. Also, ne? Und ersten Wegpunkt. Das aktivieren wir mal ganz kurz und mal gucken, ob wir mal eine Arbeitsbreite hinkommen. Beim Pressen gibt es öfter mal Probleme. So, du wirst dann den Kurs löschen. Hier laden wir auch Erntefeld Nummer 12 und du bist das zweite Fahrzeug rechts.
Lieber auch 0. So. Auch hier machen wir auf Verband. Und ersten Wegpunkt. Dann lassen wir die mal starten. Und zwar der scheint ganz gut hinzukriegen. Du auch. Ersten Wegpunkt und los geht's. Jetzt werden wir ein bisschen mehr wachen. Normalerweise wäre es besser, man würde da sagen, okay, wir fangen in der Feldreihe an. In dem Falle ist es leider vom Erntefahrzeug so her, dass ich aus angefangen habe. Logischerweise ist es so im reellen Leben, dass er ja erst das Vorgewende macht beim Dreschen, um nicht beim Wenden immer durchs Getreide fahren zu müssen. Beim Stroh ab, beim Strohpressen ist es für Kursblick ungünstig, weil die Ballen nicht erkennen. Deswegen muss ich gleich mit dem LKW hierher donnern und die Ballen einsammeln. So. Mal gucken, ob mein PR da ist schon. Das heißt, wir werden hier die Wahlen mitnehmen. Ganz schnell. Und die liefern wir ab. Beziehungsweise, ja, das wir machen. Geht jetzt nicht anders. Das Heizkraftwerk ist ja eh gleich in der Nähe, also brauchen wir nicht extra hinstellen. Dann hätte ich gesagt, okay, wir müssen weit fahren. Erstmal abstellen und dann schnell rüber donnern. Für 12. Liegt noch ein bisschen Holz rum. Das muss ich auch noch mal eines Tages holen und abholen. Ja, piept man das hier auch. Ja, Wald bleibt Wald, also das ist, werde ich nicht wegnehmen. Solange ich nicht alle Felder habe, werde ich da keine Wälder abholzen, um daraus Felder zu machen. Das ist ja an sich dann unsinnig, ne? Noch lange nicht so weit, dass wir alle Felder haben. Da brauchen wir noch bestimmt noch ein, zwei Jahre. Gar länger, normalerweise. Ich schaue mal nächstes Jahr, dafür Feld 66 kriegen die großen Felder. Ah, die Bäume wachsen schön, ne? Ich glaube, die haben wir dieses Jahr einen Schub gekriegen, wegbekommen. 71, 72. Dann können wir ja in 4 Jahren ansprechen. In 4 Jahren ist ja schon sehr lange hin, ne? Also. Beziehungsweise jedenfalls, also ist ja nicht so, dass es hier schlagartig wächst, ne? Ein paar Tage. So. Ja, immerhin, ne? Ich meine, es ist nicht viel, aber es läppert sich auch, ne? Man darf auch nicht vergessen, wenn ich jetzt theoretisch das Stroh so aufladen müsste, wie es eigentlich vorgesehen wäre. Gut, es gibt auch Outroad-Ladefahrzeuge mit 8 Ballen, ne? Also 8. Da müsste man sehr oft fahren. Und dann wäre das nicht viel mit 30.000, ne? Also aufgerechnet, hochgerechnet auf 72 Ballen, ne? Dann wird sie das garantiert nicht mehr rentieren. Also wenn die Zeit näher knapp wird, dann sagt man sich ja auch, ne, okay, dann machen wir halt nicht mehr, ne. Wenn ich jetzt so viel Getreide jetzt da habe, 1 Million Liter an Gerste und Weizen ungefähr, also grob gerechnet jetzt, mindestens so ungefähr, rechne ich jetzt. Dann muss man sich überlegen, ob wir im nächsten Jahr
mal weniger Weizen und Gerste machen, sondern wir haben ja Hopfen, weil Hopfen wird ja garantiert, oder noch ein Feld. Denn Hopfen wird ja garantiert weniger werden. Dass wir im nächsten Jahr mal mehr Mais machen. Mais, ja, Mais geht ja auch nur auf Feldern, wo jetzt im Prinzip Raps wäre, theoretisch, ne? In der Fruchtfolge her. Überall, wo das Getreide ist, kann ich kein Mais machen. Mais ist ja auch, gehört auch zu der Sorte Getreide. Muss ich überlegen. Wieder den besten Grün kriege, ne? Auch von der Fruchtfolge. Also ich möchte nicht von der BGH so weit weg sein, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Ich möchte ja eigentlich, oder ich zauber mir eine BGH in Nähe des Maisfeldes, ne? Dass man da so ein großes da hinstellt und dann entsprechend rüberfährt, ne? So, wir müssen hier uns ein bisschen beeilen, ne? Die Jungs sind schon gut vorangekommen. Das Stroh, wo packen wir das am besten hin? Ach, hier, Mischfutterfabrik. Denn wir müssen das hier wegkriegen in eine Vorgewände, ne? Das ist das Problem. Wenn sie hier wenden später. Gut, hier noch nicht ganz so dramatisch, aber die nächsten beiden war rein. Da wird es ja schon gefährlich, ne? Wenn sie hoch und runter fahren, ne? Husten immer nicht mehr los. Aber schon besser geworden. So, Uhrzeit? Die Uhrzeit nicht. Fünfte Folge. Freitag. Es könnte sein, dass heute kein Livestream kommt. Ich sag mal so, die Konkurrenz ist für ein Livestream extrem groß. Und da habe ich im Prinzip sehr wenig Zuschauerzahl, ne? Also fast, also nicht der Rede wert, kann man sagen, ne? Tut mir leid für die eine oder andere Zuschauer möchte, aber das ist für mich dann zeitlicher Aufwand, rentiert sich dann nicht. Also dann nehme ich ruhiger, ich mache ein paar Folgen fertig und habe dann Samstag oder Sonntag Nachmittag auch mal was anderes zu tun, ne? Also von daher war der hier, wenn es mal stark gewünscht wird, der letzte sagt, ich mach das nicht. Aber es sollte sich auch der Aufwand lohnen, um dass zumindest zwei, drei da sind. Ne? So ist es ja ein Schuss in den Ofen, kann man sagen. Ne? Es tut den Algorithmus von YouTube nicht gut, sagen wir so. Und von der Zeit her gesehen ist es für mich besser, ich mache Freitagabend ein paar Folgen fertig, meinetwegen 7 Stück, und mache Samstag 7 Stück fertig und bin Sonntag mit durch, ne, also. Und hab dann ein bisschen mehr andere Sachen im Kopf, ne, die man machen könnte und wollte und auch sollte, ne. Dachterrasse muss ich fertig machen, ich muss die Pflanzen jetzt langsam herrichten, winterfest machen und das kostet halt Zeit und dann ist ich sehe so, dass ich wenig schaffe, ne? Also heute Samstag ist spielen, aufnehmen, bearbeiten angesagt und Sonntag im Prinzip bearbeiten und hochladen. Und jetzt treffen sich so die, wenn da jetzt viel kommentiert worden wäre und so, da wäre ich so, okay, wir können das es ist ein bisschen Nachfrage da, ne? Ja, wird sich rentieren. Aber das ist nicht der Fall, ne? Und ich sag, die Konkurrenz ist groß. Ne? Und ist okay, macht mir ja nichts aus. Aber wie gesagt, das soll sich ja zeitlich auch dann auch so sein, dass man
zumindest bei einigen was erreichen könnte, ne? Also, ja. Ich habe nie erwartet, dass die Masse kommt. Und wie gesagt, Freitagabend mit Stream-Konkurrenz, Samstagabend Stream-Konkurrenz. Ich kann dagegen verstehen, derjenige, der schon länger dabei ist, dass er sagt, okay, geht dann darüber, das ist vollkommen okay. Ich schaue auch ganz gerne zu, ne, wenn ich Zeit habe, mache ich ja auch. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel bearbeite und so, dann schaue ich zu, gebe meinen Senf ab. Aber aktuell, sagen wir, wenn es wirklich mal so sein sollte und es würde mal wirklich mal eine Ausnahmefolge kommen, also tausende Folgen oder so, ne, ja, würde ich dann okay, würde ich machen. Aber aktuell ist es das so, dass ich sage, okay, eher nee, ne. Also Freitag erstmal kein Livestream. Genau, sprechen. Oh, übers. Nee, ja, 16. Verkaufen noch ganz kurz. Und. Naja, weniger, was soll's. Immer nicht weit fahren, ne? So, die Schauer, das soll es halt auch heute gewesen sein. Und tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter mit dem Marsch. Mit der Ernte ist fast durch. Stroh steht an, ne? Stroh, Fahrzeuge, die arbeiten gerade fleißig. Sehe ich so schön, ne? Muss ich jetzt sammeln und dann geht's weiter hier, der Marsch mit der Ernte. Und tschüss, ciao, ciao. Bis, ja. Bis morgen vielleicht, ne? Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.